Dieser Ort hier ist ziemlich düster. Die Ruinen befinden sich noch weit unter uns. Ich sehe hier keine Monster oder irgendwas. Sollte ein Zuckerschlecken sein im Vergleich zu den letzten paar Orten. Sagst du jetzt noch. Hä? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Rettler? Was ist denn los? So down habe ich dich ja noch nie erlebt. Kannst du sie nicht sehen? Jetzt mach bitte keine solchen Witze. Nun ja, sie scheint ja so etwas wie einen sechsten Sinn zu haben. Sie konnte auch die Stimme der smaragdgrünen Priesterin hören. Hör auf, diese Unterhaltung zu einem Zeitpunkt wie jetzt wieder neu aufzubeleben oder mich daran zurückzuerinnern. Keine Sorge. Solange wir keinen Kontakt mit ihnen machen oder solange wir mit ihnen nicht in Berührung kommen, werden sie uns nichts tun. Klar, hast du etwa Angst? Ich bin nur überrascht, dass du mit so unwissenschaftlichen Gelaber daherkommen könntest. Verdammt, lass uns gehen. Ich glaube an nichts, was nicht irgendwie empirisch gemessen werden kann. Aber das ist definitiv nicht gut. Ich kann eine ganze Menge an Hass hier unten spüren. Haben wir etwa Angst? Der Umstand, dass Rettler hier keine irgendwelche Witze oder irgendwelche Späße reißt, ist irgendwie der gruseligste Part von dem Ganzen. Tut mir leid. Naja, es hat keinen Sinn, sich zu entschuldigen. Jedenfalls, wir sollten uns schnellstmöglich durch die Ruinen hindurch begeben. Wenn wir hier zu lange verbleiben, dann, ja, stoßen wir vielleicht auf etwas. Auf was zum Beispiel? Du versuchst also gar nicht, hier den straffen, harten Mann zu spielen, was? Sind das denn hier wirklich mal statt Random Encounter sichtbare Gegner, deren Wegen wir ausweichen können? Oder wird es dann doch auf Zufallsencounter hinauslaufen letztendlich? Und da wir hier Dunkelsachen haben, fällt mir gerade ein, während wir hier Black Swordstone... Okay, was ist das? Wahrscheinlich wieder ein Material, klingt nicht wie eine Waffe zumindest. Schau mal, Items, zack, zack. Black Swordstone, ein sehr leichtes, starkes Erz mit hoher Ether-Konduktorfunktion und so, nehme ich mal an, stand da. Da wir hier uns in Dunkelheit befinden, nehme ich mal an, dass wir auch ein bisschen Arts austauschen sollten. Sowas wie Gravity Nor wird hier zum Beispiel nichts bringen, also was Dingsbums macht, was Dunkelmagie macht. Licht, also Lightning, eventuell Flamme, eventuell auch durchaus hilfreich. Aber wir sollten hier, haben wir mit ihm irgendwas heiliger Magie oder so? Darkness, Light, nicht so wirklich. Wir machen mal den Diner Impact, der hat auch immer ganz guten Schaden gemacht, wenn sie dagegen empfindlich sind. Das müssen wir noch ein bisschen rausfinden hier, die Gegner. Rettler hat, die Sakura Pagoda ist schon heilig. Das wird dann an einer unserer Hauptangriffe hier. Flammentanz und das normale Slashing. Haben wir sonst noch irgendwas? Sakura Pagoda ist ja das neue. Freezing, Darkness haben wir schon raus. Gut, das kann so bleiben, denke ich mal. Und bei Esti, Holy, Blunt Magic, Holy, Flamme. Das kann, denke ich, auch so bleiben. Gut, dann passt schon alles so. Müssen wir nur das Gravity Noir weg machen. Gut. Tatsächlich ein bisschen sehr ruhig bis jetzt hier. Haben wir hier was zum Ausgraben? Hier riecht es noch was zum Ausgraben, ja. Ein paar Recovery Kits nehme ich gerne, wobei ich glaube, ich hätte gerne ein paar mehr TP-Tränke. Vorhin einige mal verbraucht bei dem Bosskampf. Oder generell bei den Kämpfen, weil ich ein bisschen nicht allzu gut auf die TP-Anzahl oder Sachen geachtet habe. Hier sieht es auch nach Ausgrabung aus. Nep, ist aber nix. Hier ist noch was. Gegengifte. Machen die etwa auch ein Gift hier? Ich hasse Gift, habe ich das schon mal erwähnt. Gut. Nichts weiter, was hier gedingsbumst werden kann. Speichern wir mal hier.
Halt safe drüber speichern. Oh Gott, ich muss gleich mal niesen. Mir gerade dieser Nebel, der plötzlich aufgetaucht ist, ein bisschen Sorgen gemacht. Das taucht scheinbar auf, wenn wir hier direkt vor der Tür stehen. Gucken wir mal, was passiert. Der Eingang zur Unterwelt. Sieht aus, als könnten diese Dinger hier einbrechen, diese... Und natürlich haben wir hier denjenigen, der am meisten hier hinpasst. Alter, ist doch einer von den Elite 4? Was ist denn mit dem passiert? Da weiß ich gar nicht, was ich für eine Stimme machen soll. Ist der auch ein Teil der Elite 4? Das ist Joker von den Elite 4. Er ist der mysteriöseste von den ganzen. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass er eine experimentelle menschliche Waffe ist, die von der Akademie kreiert worden ist. Egal wer er ist, falls er sich uns in den Weg stellen will. Hä? Hey, er versucht was zu sagen. Rennt. Wieso ist Krumm so... Ach, wahrscheinlich, weil er Angst hat und keine Ahnung was, oder wie, oder was? Warum hat er nur 5 TP? Habe ich im letzten Kampf irgendwas gemacht, was ihn so weit runtergebracht hat? Fuck. Nicht gut. Ich glaube, es nimmt... Warte mal, wo war das? Healing Light nimmt, glaube ich, zwar alle Status Ailments, aber bestimmt nicht den TP-Debuff oder so runter. Deswegen, ich müsste gerade erst ein paar davon bekommen, aber sollten wir ihm lieber geben. Es verbraucht zwar viele Coasts. Okay, dann Buff. Dann probiere ich, falls es irgendwie mit über 40 trotzdem nicht bei ihm weg ist, ob ich ihn heilen kann. Nicht wirklich. Das war alles vielleicht jetzt nicht so schlau, aber nun gut. Dann attackieren wir mal mit Feuer erstmal. Ist er schwach gegen. Dann, bevor ich mit dir irgendwas anderes noch mache, sollten wir erst noch mal ein bisschen angreifen hier. Resisted deiner Impact. Stun Anchor ist effektiv. Flamme müsste auch effektiv sein. Gehenna Blaze dann im Prinzip auch. Jawohl. So, ich hoffe, dann ist Klamm jetzt wieder oben auf. Jawohl, ist er. Gut, sie hat leider auch noch ein bisschen wenig TP gerade. Hätte ich vielleicht doch irgendwie noch mal vorher auffüllen sollen. Dem ist er ausgewichen im Slashing. Mighty Slashing auch effektiv und Sakura Pagoda heilig auch effektiv. Sehr gut. Allerdings habe ich Angst, dass er heftige Angriffe noch hat. Eieiei. Und er heilt sich bei den Angriffen, also so ein bisschen Rampier-mäßig. Da heilen wir mal Rettler kurz voll. Ich müsste für Esti so ein bisschen Dingsbum-Wiederherstellung machen, TP-Wiederherstellung buffen. Machen wir dann in der nächsten Runde. Oh, sehr gut, SC ausgewichen, aber er hält sich trotzdem. Gut, dann machen wir bei ihm mal Enhancer für mehr Schaden. TP-Gain auch, ja. Können wir definitiv gebrauchen. Und dann hauen wir mal rein. Ah ne, deiner Impact genau war nicht. Hat bei ihm nicht funktioniert. Du klingst wieder Bösewicht, dann Klamm bei diesen ganzen Angriffen immer. So, dann können wir mit ihr jetzt auch Speedy Steps machen. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, Aftershadow zu machen, weil es kostet 30 TP halt. Nur in Kombination mit, wenn wir mit sie als Ausweichtank nehmen wollen. Aber ich greife euch lieber an. Also ich glaube, den Kampf kann ich eventuell ganz drinnen lassen, weil... Jyutaina Dameji, das... Aber Krumm so sehr runter. Dingsbums, ey, hey. Und Dingsbums ist nochmal dran, also Rettler. Ich hoffe, Esti ist vorher auch nochmal dran. Ich glaube ja, sie dürfte dann direkt als nächstes dran sein. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Also als erstes dich. Kommen wir da auf über 40 TP.
Nein, kommen wir nicht. Aber jetzt. Ja, das macht haut ordentlich rein. So, dann machen wir mal Healing Light auf Kram. Das kann er gut gebrauchen gerade. Und dann weiß ich nicht. Wenn er nochmal angreift und auf Kram, dann ist Kram down. Ach komm, was soll der Geiz vorbei? 35? 35 Folie jetzt doch, das passt noch. So, und dann haben wir mal auch mit ihr voll rein. Gut, dass ich Klamm geheilt habe. Er hat tatsächlich Klamm angegriffen. Er hat noch TP-Gain drauf. Dann machen wir mal auf ihn Defend. Oder er kann sich auch selbst noch ein Regenerate machen. So, das sollte einigermaßen gut anhalten dann. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn sogar schon down jetzt. Es könnte eventuell mit etwas Glück sogar langen. Aber dann wäre das noch irgendwie zu einfach gewesen für die Ankündigung Rennen. Vielleicht kommt noch irgendwie eine zweite Phase oder jetzt ein zweiter Kampf hinterher. Wobei, 20.000 XP, das ist eine Menge. Okay, da haben wir Broken Weapon Unit 4. 41. Eta Klinge hat Klamm gelernt, Rettler nichts und Esti auch nichts, aber alle 41. Okay, für diese dramatische Ankündigung von wegen Rent war das irgendwie ein recht einfacher Bosskampf gewesen. Ist er erledigt? Hier. Es sind so viele Stimmen hier. Beim nächsten Mal, Klamm, werde ich dich töten. Tja, und da haut er einfach ab. Ha, was auch immer. Wir sollten einfach das Siegel lösen und dann so schnell wie möglich von hier verschwinden. Tja, da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu. Wir sollten das Ganze hier zu Ende bringen. Keine weiteren sonstigen Kämpfe oder irgendwie was? Wo bekomme ich dann den Dark Aether her? Das wird doch bestimmt auch irgendeinen kleinen Twist jetzt haben, dass wir nochmal irgendwo hingeworfen werden oder so in irgendeine tatsächliche Unterwelt mit ganz vielen Monstern oder so. Was stimmt nicht, Esti? Du lässt dir ganz schön Zeit. Dieses Portal ist nicht das Richtige. Das Wahre befindet sich noch tiefer im Inneren. Oh, oh nein! Das war so klar. Ich hab's... Vor einer halben Minute hab ich's gesagt. Naja. Was zum... Eine Sphasenraum-Singularität. Die, es ist ein Ort zwischen unserer Dimension und einer anderen mit einem entgegenlaufenden phasigen Ätherfeld, was auch immer. Ich kann nicht glauben, dass wir hier gelandet sind. Hä? Ich kann die Stimmen nicht mehr hören. Dafür kann ich im Gegenteil jetzt einige nicht allzu hübsch aussehende Monster hier entlang wandern sehen. Die Stimmen, die Rettler hört, existieren in einer anderen Äthersphäre. Aber jetzt hier sollten wir in der Lage sein, ihre tatsächlichen physischen Stimmen zu hören. Das ist ja mal echt ätzend hier und überhaupt nicht lustig. Esti, wie zum Teufel kommen wir hier raus? Es hat keinen Zweck. Eine sehr starke Kraft kontrolliert diesen Raum. Aber das passt sehr gut. Denn... Achso, das Siegel der Ruinen scheint auch in diesem Raum hier, in dieser Sphäre zu existieren. Wir sollten weiter hineingehen. Werden wir denn lebend hier rauskommen? Du musst dich einfach deinem Schicksal stellen, Klamm. Okay, wir können noch uns kurz über Joker unterhalten. Das ist echt der einzige Typ, wo ich absolut gar nicht weiß, was es mit ihm auf sich hat. Wer? Diese Joker-Person von einer Weile? Er ist die einzige Person, bei der wir keine Informationen haben, was er war oder was er ist, bevor er den Elite 4 beigetreten ist. Ich weiß nicht mal, ob er oder ob er kein Mechanarian ist. Hat er nicht geweint? Und jetzt sind wir hier im Face Space. Ich nenne es einfach im... nennen wir es ganz klassisch Star Trek-mäßig in einem anderen Raum Zeitkontinuum. Es gibt
unglaublich viele Raum-Zeit-Kontinuum wie diese hier und diese Räume. Man kann zu einem anderen reisen, indem man die Warp-Gate-Magie benutzt, um in einen anderen Raum sich mit einer verschiedenen Äther-Zusammensetzung zu transferieren. Aha. Also Esti, um es simpel auszudrücken. Der Ort, wo die Kanäle oder die Flüsse von der Ätherkonvergenz den Lebensfluss ineinander dingsbumsen. Das ist es, was wir die Raumzeit-Singularität nennen. Ich verstehe das für alles nicht, aber wenn man es simpel sagt, dann das hier ist der Ort, wo all die toten Leute hingehen. Normalerweise. Das Leben kehrt wieder zurück in einen Zyklus und dann geht es jenseits unseres Planetens. Aber irgendeine Art von Kraft von irgendetwas stemmt sich gegen jenen Kreislauf des Lebens. With a circle of life. Also wenn wir entkommen, dann werden die Monster, die sich hier befinden, in der Lage sein, in den Lebenszyklus zurück hinzukehren oder so. Und das sollte auch uns die Möglichkeit verschaffen, von hier zu fliehen. Und wir können dabei auch das Siegel lösen. Tja, dann sind das sogar 3 Fliegen mit einer Klatsche. Okay, ich nehme mal an, dieser Orb da unten teleportiert uns irgendwo hin, bevor wir uns das ganz kurz mal angucken, bevor ich dann die Aufnahme und diese Folge hier beende. Speichern wir nochmal drüber. Wir sind gerade bei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Statue berühren? Nein. Okay, aber müssen wir wahrscheinlich, ja. Okay, dann geht das hier auf. Na gut, dann speichere ich jetzt nochmal drüber. Und ich glaube, hier bekommen wir jetzt bestimmt den Dark Aether. Und tja, würde sagen, das war jetzt die letzten beiden Folgen, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Beendet die Aufnahme dann hier mal auch an der Stelle. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier für Monsterinnen erwarten. Ob wir uns gut durchschlagen, ob wir noch ein bisschen Sachen sammeln können, um uns dann aufzurüsten und so weiter. Weil ich schätze mal, das hier ist dann ja der vorletzte große Levelabschnitt, bevor es dann zum eigentlichen Planetenbaum und wahrscheinlich dem Endgame geht mit den letzten Plot-Twists und so weiter, die man schon von gegen 10 Meilen gegen den Wind riecht und keine Ahnung was. Aber nun gut, dann hier an der Stelle beende ich dann das Ganze jetzt aber wirklich und sage wie immer, Mantane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.